Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Augen schließen, anzunehmen bei Hohepriester Ahmed in Uldum. An dieser Position ist eine wiederholbare Quest, die verfügbar sein kann, wenn so ein Angriff von Enzoth auf das Gebiet Uldum stattfindet. In diesem Bereich. Die können unterschiedlich sein, entweder Osten, Westen, Zentral. Aber auch wenn dieser Angriff zentral stattfindet, kann es sein, dass diese Quest nicht verfügbar sein kann, weil das Ganze ein bisschen zufällig gemischt ist. Also welche Quests verfügbar sind, welche nicht. Mal ist die, mal ist die. Auf dem Patch-Server ist es auch so, dass während der Angriff so zentral ist oder wo auch immer, die Quests auch durchwechseln. Der Angriff geht ja mehrere Tage und die Quests wechseln im Tages-ID-Rhythmus, sage ich mal. Hier sieht man auch schon das Questgebiet, ziemlich klein. Und gleich sieht man diese üble Beobachter, die man töten darf. Ihr wisst auch schon einer, sind diese Augen. Einfach bekämpfen. Während ich so vor mir hinkämpfe, ein kleiner Hinweis. Ich habe eine Facebook-Seite, die gibt es schon länger. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Da poste ich das Software, was ich aufnehme, was als nächstes ansteht. Und so weiter. Und wie ihr gesehen habt, verderbter Beobachter zählt nicht. Man braucht üble Beobachter. Da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ist auch positiv in dem Sinne, dass, falls ihr euch wundert, warum die Mobs nicht zu Quest zählen, unbedingt darauf achten, dass es üble Verderber sind. Und nicht, wie ist dann der verderbter Verderber oder so? Ganz seltsam. Wie man sieht, sind hier ganz viele. Der andere, was nicht dazu gezählt hat, hat ja auch das Auge geschlossen. Die haben sie offen. Hab jetzt schon die Hälfte. Ach ja, Facebook-Seite. Die dürft ihr natürlich auch liken, abonnieren. Wie ihr es wollt, zieht ihn dazu, euch zu informieren. Also, falls ihr ein bisschen auf dem Laufenden bleiben mögt, dürft ihr das gerne machen. Ich loote jetzt hier nicht alle Mobs. Ich nehme die Quest auf dem Patch-Server auf. Und da ist es mir egal, was ich loote oder was nicht. Ich finde leider keine solche Mobs mehr, die nicht dazu zählen. Quest ist bereit zur Abgabe. Oh, jetzt bin ich aus dem Kampf. Questgebiet ist verschwunden. Und hier sieht man weitere. Also in diesem Bereich hier. Bis nach hinten. Nun schaue ich mal, bei welchem NPC man diese Quest abgeben darf. Ich hatte es schon ein paar Mal im Patch 8.3, glaube ich, dass die Quest bei einem anderen NPC abzugeben war, als man sie angenommen hat. Deshalb finde ich es gut, dass ich von Anfang an bei meinen Videos Annahme und Abgabe gezeigt habe. So. Quest ist abzugeben bei Hohepriester Ahmed in Uldum an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Ich blende euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Würde mich freuen, wenn ihr den benutzt. Eizocke, Ende.